Your leadership, the bravery of the Ukrainian forces. Führungsstärke, der Mut der ukrainischen Armee ist wirklich inspirierend. Es ist wirklich beeindruckend und inspiriert uns alle. Ihr wisst, dass wir euch weiterhin unterstützen. Wir unterstützen die Ukraine, denn das ist entscheidend für die gesamte NATO. Die NATO-Verteidigungsminister treffen sich heute und morgen. Selbstverständlich geht es um die Ukraine. Wir treffen uns in der US-geführten NATO-Ukraine-Gruppe und es geht darum, mehr Unterstützung für die Ukraine zu mobilisieren. Wir treffen uns außerdem im NATO-Ukraine-Rat, der in Vilnius eingerichtet wurde. Es geht darum, uns weiterhin zu stärken und uns einzusetzen für den Weg der Ukraine in die NATO. Selbstverständlich geht es auch um Abschreckung und Verteidigung. Es geht auch um das Konzept, das im Vilnius eingeführt wurde. Es geht um Verteidigungspläne mit Gruppen für die Verteidigung. Selbstverständlich geht es auch darum zu verhindern, dass der Islamische Staat zurückkehrt und auch unsere Präsenz im Kosovo wurde erhöht. Wir sprechen außerdem über den Zwischenfall in der Ostsee und die Schäden, die an entscheidender Infrastruktur unter dem Meer angerichtet wurde. Ich habe mich mit Kaja Kallas und ihrem Amtskollegen getroffen. Wir werden herausfinden, wie dies zustande kam. Wenn herauskommt, dass es ein absichtlicher Angriff auf NATO-Infrastruktur war, nehmen wir dies selbstverständlich ernst. Es wird in diesem Falle auch eine gemeinsame, starke Antwort der NATO geben. Morgen wird außerdem der israelische Verteidigungsminister Galant sprechen. Er wird sich zur aktuellen Situation in Israel äußern. Die Bündnispartner verurteilen diese schrecklichen Angriffe auf unschuldige Zivilisten in Israel am Wochenende. Und hierzu wird sich der Verteidigungsminister Israels äußern. Willkommen, Herr Zelensky. Euer Kampf ist unser Kampf, eure Sicherheit ist unsere und eure Werte sind auch unsere. Wir unterstützen die Ukraine, solange dies nötig ist. Willkommen. Vielen Dank. Herr Generalsekretär, ich möchte mich an dieser Stelle bedanken. Vor zwei Wochen hatten wir ein entscheidendes Treffen, in dem wir über die Prioritäten der Ukraine gesprochen haben. Es ging darum, wie wir diesen Winter überstehen können, denn dies ist eine der wichtigsten Herausforderungen für uns aktuell. Wir bereiten uns vor, wir sind jetzt bereit und wir brauchen Unterstützung durch die verschiedenen Entscheidungsträger. Deshalb bin ich hier. Herzlichen Dank für die Einladung. Selbstverständlich werde ich vor den gesamten Verteidigungsminister sprechen. Hier sind Verteidigungsminister mit ihren Teams vor Ort. Und es wird darum gehen, die Prioritäten zu erläutern. Wir möchten Russland aus unserem Land zurückdrängen und somit den Krieg beenden. Darum wird es gehen. Es wurde erwähnt, dass es morgen auch um die Situation in Israel gehen wird. Und auch hier werden wir aus der Ukraine uns äußern. Wir befinden uns aktuell im Krieg. Wir verstehen also die Situation. Wir wissen, was terroristische Angriffe bedeuten. Dies steht für persönliche Tragödien. Ich weiß nicht, ob ich eine Empfehlung abgeben kann. Meine Empfehlung für die Entscheidungsträger an dieser Stelle ist die folgende. Unser Leiden begann mit einem Angriff durch die russische Armee, auch aus Belarus. Das war die größte Tragödie, die wir erlebt haben. Zahlreiche Menschen mussten sterben. Und für uns war es in dieser Situation wichtig, nicht alleine zu sein. Das war grundlegend.
Somit kann das Land gerettet werden und Menschen leben. Meine Empfehlung ist es also, Israel zu unterstützen, die Menschen zu unterstützen. Ich spreche hier nicht von Institutionen. Es geht darum, Menschen zu unterstützen, die unter terroristischen Angriffen gelitten haben. Menschen, die am Sterben sind. Diese Einheit ist wichtiger. Wir sind stärker zusammen. Das ist das, was ich hierzu zu sagen habe. Manchmal denke ich darüber nach, wie wir diesen Krieg beenden können, wie wir einen Dialog starten können mit Russland. Aber vielleicht müssen wir es umgekehrt angehen. Wir dürfen den Aggressoren nicht die Möglichkeit geben, über einen dritten Weltkrieg nachzudenken. Eine riesige Tragödie. Wenn es Unterstützung des Volkes gibt, dann haben wir Einheit. Das ist meine Empfehlung. Und das werden wir tun. Ich werde auf Englisch antworten. Ich habe dies bereits betont, was unsere Prioritäten sind: Luftverteidigungssysteme. Das sind konkrete Dinge, die wir brauchen. Und wir brauchen diese Luftverteidigungssysteme an ganz konkreten Punkten. Es geht darum, Menschen zu retten. Es geht darum, auch das Getreide auszuliefern nach Afrika und an die ganze Welt. Wir brauchen außerdem Waffen mit langer Weichreite. Diese brauchen wir. Und dies aus einem Grund. Es geht darum, Russland zurückzudrängen, aus unserem Land heraus. Das sind also die wichtigsten Punkte. Und drittens, wie können wir uns verteidigen? Es geht hier nicht um den Gegenangriff. Das ist ein anderer Punkt. Es geht nämlich hier darum, uns selbst zu verteidigen. Wir möchten den Verantwortlichen dieses Angriffs zurückzudrängen. Und hier brauchen wir Artillerie. Das sind drei sehr konkrete Punkte. Kiev independent. I think she is supposed to have the correct. About you, I'm so sorry. No. Yeah, very quickly about you. Nur ganz kurz. I don't know. Maybe we'll meet with President Michel. Vielleicht treffen wir uns mit Präsident Michel. Wir werden sehen, was sich ergibt. Alles passiert sehr, sehr schnell. Aber ich freue mich, wenn das so sein wird. Vor ein paar Tagen haben wir uns mit Herrn Michel getroffen. Wir haben über die israelischen Bedürfnisse gesprochen. Wir haben hier also darüber gesprochen. Und es stimmt, Kiew ist unabhängig. Vielen Dank. Ukrainische Soldaten sagen, es fehlt an Munition. Und somit ist es immer schwieriger, eine Gegeninitiative zu starten. Was tun die NATO-Staaten, um die Ukraine zu unterstützen? Wieso hat es so lange gedauert, bis die Munitionsherstellung hochgefahren wurde? Und Herr Zelensky, welche sind die wichtigsten Waffen, die die Ukraine braucht, sodass die Gegeninitiative vorangetrieben werden kann? Wir müssen heute mehr Unterstützung für die Ukraine zur Verfügung stellen. Es geht um Luftverteidigung, Artillerie und Munition. Und ich begrüße die neuen Ankündigungen der letzten Tage aus Rumänien und auch aus Deutschland. Ich gehe davon aus, dass weitere NATO-Partner heute weitere Lieferungen ankündigen, weitere Unterstützung für die Ukraine. Denn wir müssen noch mehr tun. Luftverteidigung ist grundlegend, um die Städte zu schützen, auch die Wirtschaft und die kritische Infrastruktur der Ukraine, so dass sich die Ukraine selbst aus dieser Situation herausholen kann. Somit werden die Dinge in der Ukraine funktionieren. Dann kann die Ukraine selbst Handel betreiben und wie ein ganz normales Land funktionieren.
Somit können sie auch selbst Munition zur Verfügung stellen für den Krieg. Aktuell sehen wir, dass sich Präsident Putin erneut vorbereitet, um den Winter als Waffe einzusetzen. Es gibt Angriffe auf die Gasinfrastruktur. Das müssen wir verhindern mit fortschrittlichen Systemen, auch zur Luftverteidigung. Dies kann hier sehr viel bewegen. Die NATO, wir haben 2,5 Milliarden in die Munitionsherstellung investiert. Und es geht weiterhin darum, diese Produktion noch weiter hochzufahren. Wir möchten schließlich, dass die Ukraine das Land wieder befreit. Ja, wir werden sehen. Wir treffen uns mit dem Premierminister. Es geht nicht nur um F-16. Es geht darum, wie wieder das Land aufgebaut werden kann. Aktuell geht es um den Wiederaufbau. Wenn wir Geld haben, können wir unser Land wieder aufbauen. Wir möchten dieses russische Geld nutzen für den Wiederaufbau unseres Landes. Darüber möchte ich mit dem Premierminister sprechen.